Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Und ja, in der letzten Folge war ich dabei, dieses Bohrer-Rig noch etwas fertigzustellen hier. Und habe festgestellt, okay, das Problem ist, der Kolben hier ist ein Tick länger als zwei Blöcke mit dem Kolbenkopf. Und den Kolbenkopf brauchen wir, wenn wir da was dran docken wollen. Deswegen kriegen wir hier keinen Verbinder mehr dazwischen. Das war das Problem. Und tja, das ist das Problem und ich sehe jetzt eigentlich auch gar keine Möglichkeit, da irgendwas anderes dazwischen zu packen. Ehrlich gesagt, wir könnten nochmal versuchen, das war die einzige Lösung, die mir noch eingefallen ist, dass wir hier nochmal versuchen, ein paar Blöcke, zack, und hier auch diese Konstruktion mit dem Verbinder, allerdings ohne den Kolben und stattdessen einen Rotor. Um zu sehen, aber wenn ich es mir so richtig ansehe, dann denke ich, nee, der Rotor hat, denke ich, genau einen Blockhöhe. Hier, oder? Nee, der ist auch höher. Der Rotor ist auch höher, oder? Ja, der ist um einen Tick höher. Der ist um einen Tick höher als hier der Block. Und wenn wir den... da ist jetzt die Frage, ist beim Rotor... Rotor, weiterentwickelter Rotor, ist da irgendwie der Kopf ausgefahren? Und der Kopf ist nicht ausgefahren. Drehmoment, Bremsmoment, Obergrenze, Abstand, Rotor, Aufsatz 0 mm. Kann man den auf Minus? Ja, den kann man auf Minus setzen. Dann fährt der rein. Okay, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann fährt der raus und rein. Und dann könnten wir das Spiel mit dem Verbinder hier machen und könnten den ganzen Quatsch hier lösen von also diese temporäre Verbindung, die ich da geschaffen habe, wir könnten das nur hier verbinden mit zwei Verbindern und einem Rotor. Im Grunde genommen müssten wir gar keine Verbinder hinbauen, es reicht uns einfach irgendwelche Blöcke und einen Rotor, um das dann zu schieben, um das ein bisschen weiter nach raus zu schieben und dann passt hier möglicherweise der Verbinder dazwischen, weil es geht uns ja nur um dieses eine Mal. Und in dem Moment, wo wir den Kolben ausgefahren haben, haben wir das Problem nicht mehr. Es geht nur jetzt ganz am Anfang für die Startbedingungen. Einmal darum. Ne? Das wäre möglicherweise jetzt eine Lösung. So, also wir machen mal unser Inventar leer. Und packen hier mal Förderleitungen und einen Rotor rein. Zwei Förderleitungen und einen Rotor. Zack, zack. Und ein paar Stahlplatten zusätzlich. Rotor. Und da können wir den weiterentwickelten Rotor nehmen. Weiterentwickelter Rotor. Und dann brauchen wir auch noch den weiterentwickelten Rotoraufsatz. Genau, die Sachen brauchen wir.
So, dann holen wir uns die Dinger hier und sagen mal, wir wollen, ups, vorwärts. Wir packen hier zwei Kanäle dran und wir packen hier jetzt den Rotor dran, den braucht man natürlich noch, den weiterentwickelten Rotor, den brauchten wir hier statt dem Kolben, sagen wir mal, den packen wir hier dran. Warum kann ich den? Ah, weil ich keine Stahlplatten habe. Die holen wir uns. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den da dran packen können. Immer noch nicht. Okay, ja, dann schweißen wir erstmal die Dinger hier. Wahrscheinlich wird es daran liegen, dass das Material nicht reinkriegt. So. Und dann hier nochmal nachfassen. So, und jetzt den Rotor. Und den kriegen wir jetzt dahin. Okay, der passt jetzt da drauf. Zack, und den schweißen wir auch. Und den können wir jetzt, den Rotorköpf können wir jetzt reinfahren. Wenn er denn fertig ist. Und wir tanken mal sicherheitshalber. Und wir schauen mal ganz kurz, wo unsere Flasche ist. Bei 60%, das ist noch okay. Wir brauchen den Rotor und wir brauchen den Rotoraufsatz. Und da sehen wir schon, wir können den Rotoraufsatz können wir versenken. Den können wir reinfahren. Da brauchen wir noch ein bisschen Material und das tun wir auch. Und dann können wir da nämlich einen Block positionieren. Da können wir auch wir können jetzt eine Verteilerweiche da reinpacken. Sowohl der Kolbenaufsatz als auch der Rotoraufsatz, die brauchen wirklich jede Menge Komponenten. Das ist immer faszinierend. Diese kleinen Teile da vorne brauchen dann mehr Komponenten als der Rest. So, und jetzt wollen wir hier mal schauen. Ups. Wir fahren jetzt mal den Rotor. Da haben wir jetzt zwei. Das eine müsste jetzt der hier sein. Da fahren wir jetzt mal Abstand des Rotoraufsatzes den maximal rein. Ja, und wie schaut es jetzt aus, wenn der maximal reingefahren ist? Ja, dann ist er kürzer als der Block. Und da setzen wir jetzt eine Verteilerweiche drauf. Verteilerweiche. Können wir da hinsetzen und das Problem ist jetzt nur, brauchen wir natürlich noch Material. Können wir dann den Rotoraufsatz dran fahren am Ende? Die setze ich jetzt da rein. Kann ich das? Ne, die kann ich da jetzt nicht reinsetzen. Aber ich kann sie da dran setzen. Wir stellen uns mal auf den Bohrer. Und fahren mal diesen Rotoraufsatz
nicht auf 4 cm, sondern mal auf 2. So, und jetzt nochmal die Förderverteilungsweiche und schließ die jetzt, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich da runterfalle, schließ die jetzt bündig ab. Noch nicht wirklich, oder? Die ist noch ein Tick weiter drinnen, denke ich. Also machen wir Rotor. Den auf 1, auf 10. Die Frage ist jetzt nur, ob die jetzt eine Verbindung haben hier. Hat die jetzt mit den anderen Förderverteilungsweichen eine Verbindung? Das können wir relativ leicht, denke ich, testen, wenn wir hier einen Bogen dran schweißen. Kann ich da, wenn ich zwei Bögen dran schweißen kann und die passen? So, ich glaube, die ist jetzt zu weit draußen, ne? Wenn wir da mal reinschauen, dann sehen wir, dass die zu weit draußen sind. Ja, die ist zu weit draußen. So. Kann ich da irgendwo reingehen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Gibt es irgendwo was, wo ich ein Display habe? Habe ich jetzt nirgendwo mehr. Okay. Da oben auch nicht. Ja, nirgendwo Zugang. Okay, da müssen wir hier raus und müssen das von hier oben regeln. Also dann war schon mein Ding so weit, dass ich sage, das war bei minus 20 Rotor. Das ist dann der hier und den müssen wir dann auf minus 20 setzen. So, und jetzt ist die Frage, ist das Teil hier bündig? Ja, würde ich sagen, ist bündig. Das heißt, wir machen jetzt nur einen Förder, machen uns zwei Bögen und wo kommen Sie? Nicht gesehen, aber okay, kein Problem. So, das ist jetzt hier und jetzt sagen wir hier 5. Ich will hier jetzt einen Bogen dran, den kann ich. Zack. Und kann ich hier einen zweiten Bogen dran packen, der sich verbindet? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Das funktioniert nicht, kann nicht positioniert werden. Und die Frage ist jetzt, ich kann ihn da positionieren, aber nicht da. Können wir eine Rotoreinstellung finden, Tja, vielleicht ist auch das Problem einfach, dass wir immer versuchen, das Bohrerfeld zu erhalten. Das Problem haben wir ja nur, weil wir jetzt irgendwie das Bohrerfeld erhalten wollen. Ich könnte auch sagen, wir bauen das alles ab und bauen das mit einem Pisten einfach auf.
Wir lassen das alles so, wie es ist. Wir bauen das ganze Bohrerfeld hier einfach ab. Wir bauen uns hier praktisch einen temporären kleinen Warncontainer dran. Förder, also so einen kleinen Frachtcontainer, damit wir die Sachen da reinschieben können einfach. Und dann müssen wir halt das Bohrerfeld in Gottes Namen neu aufbauen. Dann beißt die Maus jetzt da keinen Faden ab, ne? So ist es. Punkt. Und dann haben wir das Problem nicht. Weil dann setzen wir hier jetzt den Piston drauf, wir setzen hier einen Verbinder hin. Oder wir brauchen noch nicht immer einen Verbinder am Anfang, wir können direkt einen Piston draufsetzen, einen Kolben. Und wir ja. Und bauen den ganzen Spaß eben von neu auf. Das war nur die Sache, dass wir das jetzt uns sparen wollten, aber das hilft jetzt halt nicht. Dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen. Wir müssen das so machen. Okay, also. Gut, wir machen unser Inventar leer. Wir tanken mal auf. Und ist halt so. Ist halt so, wie es ist. Und brauchen hier eine Flasche gefüllt und wir bauen hier mal den Rotor wieder ab. Erstmal die Förderverteilungsweiche. Okay, Inventory voll, würde ich sagen. Dann wollen wir den da abbauen. Den können wir lassen. So, und da bauen wir uns jetzt einen Frachtcontainer dran, einen kleinen. Genau, und da müssten wir den ganzen Quatsch dann reinpacken können. Dann stellen wir uns nämlich dahin, ohne dass wir groß Wasserstoff verbraten. Und tanken mal kurz auf. Sicher ist sicher. Und jetzt sagen wir, wir wollen einen kleinen Frachtcontainer. Das ist er hier. Und den wollen wir natürlich hier unten haben, statt dem Verbinder. Und wir wollen uns die Materialien natürlich holen. Und den packen wir hier an den Kanal dran. Wenn er dem passt. Ja, passt. Passt dran. Und da können wir jetzt das ganze Material reinkippen, weil da wird jetzt einiges anfallen von den Bohrern. Alle erfolgreich entnommen. Okay. Und dann können wir uns da irgendwie da unten nochmal bauen wir uns was dran, damit wir da stehen können. Und dann bauen wir die ganzen Dinge ab. Habe ich jetzt noch irgendwie Stahlplatten? Nee, habe ich nicht. Aber die können wir hier kurz mal rausgrinden aus den Bohrern. Und dann sagen wir, wir wollen hier ein kleines Ding haben, wo wir uns hinstellen können. So. Genau. Und da haben wir hier Zugang zum Ding und dann bauen wir
das ab und dann packen wir das hier rein. Okay, wird nicht weggesagt. Okay, aber es bleibt uns erhalten. Dann können wir daraus wieder schöpfen. Am Ende müssen wir es halt irgendwie wegbringen. Was ich jetzt noch schnell schauen muss, ist, ob da auf der anderen Seite irgendwas dranhängt an den Sachen, die wir da abbauen. Ja, da hängt jetzt der da dran. Und der Verbinder. Gut, aber den können wir ja auch hier abbauen. Das ist der Grund, warum ich das gemacht habe. Damit wir hier unser Inventar ein bisschen schonen können. Den Bohrer müsste ich eigentlich rausnehmen können hier, ne? So, und jetzt können wir nämlich das da oben abbauen, denke ich. Kriegen wir das hin? Na gut, nicht direkt. So, jetzt können wir uns hier wieder hinstellen und das in aller Ruhe alles abbauen. Jetzt müssen wir aufpassen, wo hängen wir denn da dran? Wir sollten uns da noch ein bisschen vergewissern, dass da nichts runterfällt, wenn wir das abschneiden, alles hier. Okay, so. So. Können wir da irgendwo stehen? Ja, können wir da noch das erreichen? Ja.
Jetzt ist nur die gute Frage, können wir dem Ding da wegschneiden, ohne dass alles runterbricht? Wir hängen am Rotor, da hängen wir dran, ne? Und der Block auch. So, haben wir das. So, und dann haben wir das. Und jetzt kommt der Bohrer noch. Und dann die ganzen Container hier. Ups, jo, das war das genau, was ich meinte. Da habe ich jetzt was übersehen, dass das da keine Verbindung mehr hat. Okay, na gut. Da haben wir jetzt ein bisschen Schrott erzeugt da unten. Okay. Wir schauen mal, wie das ausschaut, wenn das ein bisschen fällt, tiefer fällt. Oh, das hat ein kleines Loch hier geschlagen. Ah, da war noch Gestein drinnen, deswegen. Da haben wir natürlich jetzt das Problem, dass da unten ein Gesteinsbrocken liegt, den wir erstmal wegarbeiten müssen. Jetzt habe ich leichte Orientierungsprobleme hier gerade. Da sind wir. Ja, das hätte ich mir gerne erspart, dieses Rauf- und Runterfliegen. Das war jetzt ein Fehler, aber aus Fehlern lernt man. Aus Fehlern lernt man. Und da liegt jetzt jede Menge Schrott. Und hier ist der große Brocken. Okay, den müssen wir irgendwann nochmal wegarbeiten. So, zack, zack. Gut, jetzt haben wir mal ganz kurz irgendwo hinstellen, wo wir in aller Ruhe überlegen können. Jetzt haben wir das. Jetzt können wir im Grunde genommen. Da wieder auf den Kolben
wieder einen Aufsatz. Können wir da einen Aufsatz draufpacken? Mal schauen. Kolben. Das ist dieser waagerechte. Können wir da hinzufügen? Zack, haben wir. Den müssen wir natürlich jetzt noch schweißen, denke ich, ja. Okay, Moment. So, da brauchen wir jetzt einen Kolbenaufsatz, den wir kurz schweißen müssen. Wir nutzen die Gelegenheit, um mal zu tanken und unsere Flasche aufzufüllen, nur um sicher zu sein, dass es da nichts aus dem Ruder läuft. So, wir brauchen einen Kolbenaufsatz. Kolben, und zwar den hier. Und dann ist die Frage, kriegen wir da alles rein? Ja, bis auf 3 Stahlrohre, die kriegen wir da nicht rein. Aber das ist kein Problem. So. Genau, das ist das, was uns hier noch fehlt. So, okay, und jetzt können wir im Grunde genommen da schon die Bohrer dran setzen. Erstmal head on. Nee, können wir noch nicht, weil diese ganze, weil uns da der Fördercontainer im Weg ist. Das heißt, da müssen wir noch eine Förderweiche kurz dazwischen setzen. G-Förderweiche dazwischen. Das ist die hier. Und die können wir uns gleich da rausholen. Erfolgreich entnommen. Ja, und dann bauen wir die hier oben hin. Und sagen die neuen. Zack, und die schweißen wir gleich. So. Und dann sagen wir, wir brauchen einen Bohrer. Einen Bohrer. Und den brauchen wir natürlich hier auch unten. Und da holen wir uns hier die Komponenten raus, weil die haben wir hier ja. Und dann setzen wir den da dran. So, genau, das passt schon. Zack. Und dann schweißen wir den. Aber das machen wir von hier unten, um ein bisschen Sprit zu sparen. Und der Vorteil ist, wir haben jetzt ja hier in diesem kleinen Frachtcontainer alles drin, was wir brauchen für die Bohrer. Das heißt also, wir haben das schon vor Ort, das Material. Und again, wir müssen das nicht komplett fertig bauen. Das heißt, wenn wir die Bohrer jetzt erstmal zu 80% oder so fertig bauen, reicht das vollkommen. Und jetzt setzen wir hier einen zweiten Bohrer dran. Da müssen wir jetzt nur schauen, dass wir den richtig orientieren. Mit der 8 da dran. Sehe ich noch nicht. Müssen wir doch ein bisschen fliegen, um zu sehen, ob der richtig rum dran ist. So rum. Ja. Warum kann ich den da nicht dran setzen? Alle Komponenten erfolgreich entnommen. Okay.
So, das reicht uns schon. Und dann setzen wir jetzt hier noch einen drunter. Mit der 9, mit der 8. So drunter. Alle Komponenten erfolgreich entnommen. Na klar, wir brauchen einen Bohrer hier erstmal. Zack. So, dann hätten wir nämlich schon drei Bohrer von den sechsen. So. Okay. Wir hängen jetzt am oberen. Das heißt, das müssen wir hier abbauen. Das müssen wir hier dann abbauen. Und dann kann man hier nochmal einen Pisten und einen Verbinder reinpacken und dann da oben statt dem Conveyor. Das passt. So, jetzt holen wir uns hier nochmal Material. Und wir sagen nochmal Bohrer und wir packen den nächsten drunter, nochmal Material. Wir packen den jetzt hier drunter, so genau, weil den erwischen wir hier auch noch von hier aus, denke ich. Ja. Wir machen die immer so knappe 80. So, da haben wir jetzt einen Bohrer, zwei, drei, vier. Vier Bohrer. Jetzt ist die Frage, setzen wir noch einen drunter oder setzen wir welche oben drauf? Und ich würde dazu neigen zu sagen, wir setzen die drunter. Das Problem, das wir jetzt noch ein bisschen haben, ist der Brocken, der da unten liegt. Das heißt, wir brauchen dann wahrscheinlich noch einen senkrechten Bohrer hier hinten irgendwo. Okay, das heißt, wir tun mal unsere Hilfskonstruktion hier weg. Und bauen da eine dran und setzen da noch einen Bohrer drunter, weil da kann man noch an den Cargo-Container ran. Das passt. Wir haben ja noch Bohrer, haben wir noch da. Das heißt, wir setzen da noch jetzt einen Bohrer drunter. Okay. Dann haben wir fünf Bohrer am Start und einen setzen wir noch oben drauf. Achso, wir brauchen erstmal wieder Bohrer Material. Nee, das ist ein Problem. Ich habe da keine Stahlplatten mehr drin. Okay, jetzt laufen wir hier leer. Okay. Okay, na gut, dann müssen wir uns den Rest jetzt hier tatsächlich holen. Ja, das ist jetzt ein bisschen mühsam mit den ganzen vielen Stahlplatten hier, ne? Das heißt, wir tanken mal Energie,
parken die Flasche. Und müssen auf unser Ding hier achten. Können das da, das tun wir drüben rein. Okay, Media Storm. Meteor Storm. Dann können wir den Schleifer noch parken und dann wo kommen sie? Nicht gesehen. So, jetzt sind wir hier. So, jetzt haben wir 5 Bohrer hier am Start mit jeweils gut 80%. Jetzt noch mal kurz überlegen, bauen wir jetzt oben noch einen dran oder drunter? Jetzt ist die Frage, haben diese beiden letzten Bohrern tatsächlich eine Verbindung zu dem Block oder zu dem Block? Wenn ich den jetzt wegschneide, fallen die dann runter? Gute Frage. Gute Frage. Weil der ist so ein bisschen verschoben hier. Und ich würde tatsächlich das nicht wieder, weil da muss ich wieder ganz darunter fliegen und das ganze Ding da holen. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich mir eine Flasche holen und das ins Inventar packen. Die nochmal abbauen, die 2 Bohrer, und dann nochmal in den Ding packen. Bohr das dann nochmal ab. Kriege ich den dann nochmal? Kriege ich mit 2? Ach, ich habe keinen Bohrer dabei, deswegen. Ja klar, ich habe den Bohrer ja weggepackt. Ist ja klar. Okay. Es ist jetzt ein bisschen, ja, blöd gelaufen. Habe jetzt nicht aufgepasst. Aber ich würde wetten, dass das so ist, dass die an dem Block hängen. Und wenn ich den wegbohre, dann fallen mir die Bohrer darunter. Und das will ich ehrlich gesagt nicht wieder erleben. Dass ich da wieder runterfliegen muss und schauen muss, dass ich den Kram wieder kriege. Deswegen würde ich tatsächlich jetzt lieber die Sachen nochmal abbauen und neu schweißen. Das kann ich ja von hier aus machen. Und ich positioniere die wirklich dann am
Ich baue vielleicht sogar hier die Dinger weg, die zwei, um sicher zu sein, dass ich die wirklich nur am Bohrer dran habe und nicht an dem am hinterliegenden Block. So, und jetzt können wir tatsächlich hier mal das Inventar leeren und hier das da wegbohren, das da weg da und tatsächlich auch den wegtun. Und jetzt gehen wir da hin und sagen, wir brauchen einen Bohrer mit der 8 und den setzen wir jetzt tatsächlich hier an. Hier und nur hier. Zack. So. Und dann gehen wir da rein und sagen, wir wollen G einen Bohrer. Genau genommen wollen wir zwei. Und wir wollen hier das Material. Und jetzt müssen wir nur auf unser Helium aufpassen. Auf unser Helium, auf unseren Wasserstoff. Wie komme ich da immer auf Helium? So, jetzt gehen wir ein bisschen runter, sagen nochmal 8 Bohrer und nochmal hier dran. Da brauchen wir erstmal wieder Material. Aber okay. So. Hier ist er. Das Spiel wäre jetzt blöd, wenn wir spielen müssten, mit wir fliegen immer zum Cargo-Container. So, passt. So, jetzt haben wir hier nämlich die Bohrer dran. Und jetzt können wir hier sagen, das da weg, das da weg. Das lassen wir sicherheitshalber noch hier. Schadet nicht. Wir stellen uns mal hier hin und sagen mal, wir schauen uns den ganzen Spaß mal an. Wir haben jetzt 2, 4, 5 Bohrer. Von der Orientierung her nicht so gleichmäßig, aber immerhin passt schon. Und jetzt könnten wir obendrauf noch einen weiteren packen. Okay, wie schaut es mit unserer Flasche aus? Die ist bei 80%. Das ist okay. So, dann sagen wir hier, wir brauchen noch einen Bohrer. Wir haben eh noch. Und wir schauen mal. Haben wir hier noch genügend Material erfolgreich entnommen? So, und jetzt ist die Frage mit 8. Wir wollen genau hier hin den Bohrer hier haben. Ja, und jetzt haben wir hier nichts mehr drinnen, also brauchen wir einen Bohrer. Ja, und da haben wir jetzt natürlich nicht mehr ganz genügend. So, den müssen wir uns da hinten holen, den Rest. So, dann haben wir unser Bohrerfeld nämlich fertig und wir haben es am Kolben. Das ist jetzt eine wilde Konstruktion, ich gebe es zu, weil sie ziemlich organisch gewachsen ist.
Die Stahlrohre, die großen Stahlrohre, die haben es wirklich in sich, volumentechnisch. So, letzte Runde. Und ich glaube, dann ist der Bohrer auch okay. Ja, den können wir erstmal so lassen. So, und jetzt konfigurieren von der ganzen Schose. Die hängt jetzt, das darf man jetzt nicht übersehen, die hängt jetzt nur hier oben an dem Kolben und an dieser Verteilerweiche, ne, hängt das ganze Spiel. Wir können mal da unten schauen, was haben wir denn hier noch drin und können wir das leer machen. Ja, das ist ziemlich voll. Ich würde es hier hin leer machen. Obwohl wir es eigentlich, wir können es auch lassen. Ja, vielleicht brauchen wir es ja später nochmal. So, jetzt konfigurieren von diesen Bohrern. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier wirklich ein kleines Schaltfeld. Als erstes ja jetzt mal die Sache, können wir das Ding rotieren? Oder eckt das Ding hier irgendwo hinten an? Weil das wäre nochmal die große Frage jetzt. Krieg ich da ein zwischen diesen beiden Blöcken kriege ich da eins rein, ne? Da kriege ich eben nichts rein, ne? Das heißt, die sind nicht kompatibel, ne? Weil das hier ein bisschen weiter zurück ist als das oben. Ja. Okay, gut. Egal. So, also wir rotieren mal. Erstmal ganz sachte. Wir sagen mal hier den Rotor. Rotor. Ups, Rotor. Und da haben wir jetzt eh nur den einen wieder. Da müssen wir jetzt mal die Rotorsperre rausnehmen. Und dann sagen wir, rotier mit 0,01, 0,2 rotieren und wir schalten den mal an. Und wir fliegen mal ein bisschen mit. Aber das schaut okay aus. Das schaut hier okay aus. Da ecken wir nirgends an. Oder? Hier? Stehen unsere Bohrer jetzt irgendwo an? Ja. Oder? Nee. Was ist jetzt das Problem? Ah, da oben. Okay. Wir stehen da oben an. Das heißt, wir müssen die Kolben ein bisschen runterfahren. Wir müssen den Kolben noch ein bisschen runterfahren. Kolben. Und zwar den lang und den fahren wir. So, jetzt sind wir Kolben aus, zack, jetzt sind wir mittendrin und jetzt rotiert das gute Stück weiter. Ohne Probleme.
so, das rotiert jetzt einmal rum. Okay. Nee, da haben wir nirgendwo ein Problem. Da haben wir nirgendwo ein Problem. Fantastisch. Sehr gut. Dann können wir jetzt den Rotor abschalten. Den Rotor abschalten. Und dann packen wir da mal die Rotorsperre rein. Sicherheitshalber. Und dann fahren wir das Ding mal ab. Ah ja, jetzt haben wir noch ein Problem. Haben wir noch. Der Brocken da unten. Der Brocken hier unten, der stört uns natürlich insofern. Ist das wirklich ein Brocken? Nee, der stört uns nicht. Oder? Jetzt habe ich mein Ding nicht dabei. Wir können den auch per Hand schnell wegstemmen. Ich bin nicht sicher, ob der ein Problem ist. Bin nicht sicher, ob der ein Problem ist. Wir holen uns mal schnell. Wo haben wir unseren? Ups, wo haben wir unseren Bohrer hingepackt? Ah, da drüben im anderen, denke ich. Da ist er. Genau. So, wir füllen mal auf, wenn wir schon hier sind. Wir füllen unsere Flasche wieder auf. Und es regnet. So, und jetzt können wir hier mit dem Bohrer da unten diesen Nöpsi wegbohren. Rechte Maustaste. Wir machen das stehend, dann habe ich eine bessere Orientierung hier. Gehen wir ein bisschen in die Hocke. So, ich denke, das reicht. Da sind wir jetzt überall, so dass wir gut ans Eisen rankommen. Okay, das heißt, wir fahren jetzt hier runter. Wir fahren jetzt hier runter. Und wir bauen uns wieder was, wo wir drauf stehen können. Haben wir hier noch im Container noch Eisen? Stahlplatten haben wir nimmer. Okay, da müssen wir uns welche holen. Nehmen wir uns mal 20. Die lang uns. So. So, machen wir uns hier ein kleines bisschen mehr Platz. Und jetzt fahren wir mal runter. Wir sagen mal Kolben. Wir fahren den mal komplett aus.
So, da sind wir eh schon draußen. Kolben lang, der ist jetzt komplett aktuelle Position. Müssen wir ausfahren, oder? Kolben lang müssen wir ausfahren. Ne, den müssen wir einfahren. Okay, der ist eingefahren. So, und dann setzen wir den da. Und den fahren wir aus mit 0,5. Und schon geht's abwärts. So, das war der. Dann brauchen wir den nächsten. Ups. Kolben. Den schalten wir an und fahren ihn mit 0,3, ein bisschen langsamer. Weil ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon weit genug unten sind. Also hier ist ein bisschen höher da hinten. Das heißt, wir müssen da den unteren Rand erwischen von unserem Eisen. Okay, der reicht noch nicht ganz. Dann Kolben, die beiden mal aus und den da an und den fahren wir auch runter. Machen wir ein bisschen langsamer, weil jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir da den unteren Rand erwischen. Und im oberen noch drinnen sind. Knapp unterm Rand. Kolben aus, zack. So, wo stehen wir? Das passt. So, das passt. Und jetzt den Kolben waagerecht. Sollten wir erstmal die Bohrer einschalten, denke ich. Ne? Bohrer. Bin jetzt hier auf dem Grid, das heißt, es sind die sechs Bohrer. Die schalten wir mal an. Wow, so ein. Ja, die bohren schon. Okay, die bohren schon. Und jetzt fahren wir den Kolben, den waagerecht, ein kleines bisschen aus. Der ist an. So, jetzt sind die Bohrer da drinnen und jetzt schalten wir den Rotor ein. Rotor. Da wollen wir natürlich deutlich weniger. Und die Rotorsperre aus. Zack. Und schon geht's los. Schon geht's los. Einmal rum. Und wir schauen mal die Frachtcontainer.
Und schauen mal, diese drei großen Frachtcontainer, die hätten wir jetzt natürlich benennen sollen. Aber da ist schon. Aha, da kommt noch gar nichts an, weil alles sofort in die Raffinerien geht. Denke ich mal. Stehen wir jetzt hier an. Mal kurz schauen, was hier das Problem ist. Ja, der rotiert jetzt rum. Schaut so aus. Und der oberste Bohrer kriegt jetzt hier auch gerade noch das Ende vom Ding mit. Vom Eisenerz. Wir rotieren fast ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Rotor. Und wir brauchen Brems pro Moment. Oh, jetzt hätte ich mich bald getötet. Warum rotierst du jetzt so schnell? Rotor außer Rand und Band. Rotor außer Rand und Band. Rotor. Screenshot brauche ich jetzt nicht. Ich sag mal den A an und sag hier Rotorsperre. Aber die scheint hier nicht Geschwindigkeit 0. Okay. So, jetzt kommt er zum Stehen. Keine Ahnung, was ich habe da irgendwie wahrscheinlich den Schieberegler verschoben. Okay, ja, soweit schon mal ganz gut. Wir brauchen jetzt hier einen Drehmoment. Ich wollte wahrscheinlich das Bremsmoment verstellen und bin auf die Geschwindigkeit gekommen hier, ja. Genau, ich muss mir das nochmal anschauen. Aber egal. Dann haben wir hier jetzt die Rotorsperre. Können wir jetzt mal anmachen. Ich muss mich heilen, weil mich der Bohrer ein paar Mal erwischt hat. Aber wir schauen mal kurz hier rein. Ja, da ist jetzt Gestein und da ist Eisen, aber ansonsten noch kein großes Problem. Wir können hier sagen, große Frachtcontainer. Dann haben wir jetzt die hier, da, der ist noch leer und der ist noch leer. Also das war gut, das funktioniert eigentlich schon mal ganz super. Und ich würde sagen, wir holen uns mal dann in der nächsten Folge das Eisenerz hier raus. Wir gehen da nochmal runter. Ich baue mir da vielleicht tatsächlich jetzt einen kleinen Leitstand hin, wo ich die Sachen einstellen kann. Das macht jetzt absolut Sinn, dass wir uns dann so einen kleinen Leitstand, nicht Leitstand, sondern Bedienpanel, Bedienfeld mit Sockel, Science-Fiction-Bedienfeld. Keine Ahnung. Bedienfeld mit Sockel. Nee, ich hätte gerne wir schauen mal hier. Bedienfeld. Das hier. Wie heißt denn das? Schalttafel. Die können wir auch schon bauen.
Okay, das ist ja super. Dann packen wir das da rein und packen uns da gleich das da rein und holen uns gleich mal. Ich denke, wir kriegen da das Material auch. Ja, gut. Und dann machen wir das nächste Mal. Konfigurieren wir den ganzen Quatsch. Wir konfigurieren uns da die Bohrer hin, an, aus und die Geschwindigkeit vom Rotor und vom Kolben. Und dann können wir das schön steuern. Und dann holen wir uns da unten mal das Eisenerz raus. Dann würde ich sagen, jo, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und wenn ihr neu seid und nichts verpassen wollt, dann gerne auch ein Abo und die Glocke läuten. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.